signifikant. Der Stoffwechsel dreht hier quasi durch nach dem Knoblauchkonsum. Eine neue Studie ist rausgekommen, die ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten möchte. Heute schauen wir uns die verblüffenden Ergebnisse an, was genau mit unserem Stoffwechsel und Genen passiert, wenn wir Knoblauch addieren zu unseren Mahlzeiten. Also dranbleiben heute und eine gute Tat verrichten ist ganz, ganz wichtig. Heute könnt ihr das tun, indem ihr jetzt einen Daumen nach oben da lässt. Dankeschön für euren Support, ich freue mich und ganz gerne auch mal in die Videobeschreibung eines Videos schauen. Bevor wir alle munter in den Konsum starten, gibt es aber noch etwas ganz Wichtiges zu beachten. Man kann den Prozess beeinflussen, wie gut die sekundären Pflanzenstoffe wirken. Dazu zwei Dinge. Erstens ist es am besten, den Knoblauch zu pressen und dann etwas liegen zu lassen. Denn in der geschlossenen Knolle befindet sich der inaktive sekundäre Pflanzenstoff Alin. Dieser ist nicht sehr scharf, sondern dieser wird erst aktiviert, wenn die Zellwand der Knolle zerstört wird, als Fraßschutz, zum Beispiel wenn jemand reinbeißt in die Knolle. Dann wird das Enzym, welches in der Zellwand lokalisiert ist, mit dem Alin in der Knolle zusammengebracht und es entsteht das Allicin, der scharf schmeckende, Anführungsstrichen, Hauptwirkstoff, wobei es gar nicht der Hauptwirkstoff ist, was viele immer denken. Dazu kläre ich euch gleich mal auf. Würde man den Knoblauch direkt in das heiße Essen geben, würde das Enzym denaturieren und es könnte die Umwandlung nicht mehr passieren, da das Enzym ja dementsprechend inaktiviert werden würde, in einem kochenden Essen oder Kochtopf oder Braten oder was ihr auch immer damit macht. Das ist aber nicht der entscheidende Faktor, denn nicht nur die Alinase kann Alin in Allicin umwandeln, dem Hauptwirkstoff, Anführungsstrichen, sondern was alle noch nicht wussten, kann es ebenfalls unsere Leber. Einmal Applaus für die Leber. Und das wird sie auch tun. Das sehen wir hier in der Abbildung zum Beispiel. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Von daher bin ich mal froh, wenn ich diese Recherche dann dementsprechend mache für euch. Denn davon profitiere ich ja selbst auch. Ich lerne da ja auch davon. Doch wichtig ist, dass dieses Allicin noch weiter umgewandelt wird. Ja, da dachte ich ja quasi auch, das wäre das Ende der Fahnenstange. Aber dem ist nicht so. Ja? Denn dieses Allicin braucht noch einen weiteren Stoff, damit der Knoblauch seine 100% Wirkung bringen kann bei uns im Körper. Der Grund, wieso Knoblauch sehr viel Schwefel auch selbst schon beinhaltet, ist auch daran zu koppeln quasi, dass der Knoblauch Schwefel benötigt im Körper, damit er umgewandelt werden kann. Nämlich in einer Form, ja, eine Aminosäure braucht er quasi und diese lautet Cystein. Daher macht es besonders Sinn, proteinhaltige Lebensmittel in Kombination mit Knoblauch zu essen, denn diese haben reichlich Cystein. Hier habe ich eine Liste für euch rausgesucht, wo ihr euch etwas orientieren könnt. Da kann ich euch das Soja vor allen Dingen empfehlen. Es hat sogar mehr Cystein als Fisch oder mehr als Fleisch. Also wie gesagt, mehr als jeder Fisch, mehr als jedes Fleisch, seht ihr hier. Und aber auch Hafer und Nüsse haben sehr, sehr viel davon. Ja? Das heißt, das immer kombinieren, da seid ihr ganz, ganz vorne. Das sehen wir dann hier, ja, dass im Dünndarm die Aminosäure Cystein mit dem Allicin, in Anführungsstrichen Hauptwirkstoff, ja, erst, voilà, zu dem SAMC gebacken wird in uns. So, das ist der eigentliche Hauptwirkstoff von dem Knoblauch. Das ist der potenteste Stoff, der entstehen kann. Und der steht übrigens für S-Allyl-Mercaptocystein. Ja, für die, die es nicht wissen wollten, Pech gehabt, ihr habt es. Es kam eine sehr interessante Studie heraus, die bemerkenswertes nachwies nach dem Verzehr von Knoblauch. Das schauen wir uns jetzt an. Es handelt sich um circa eine 3 Monate alte Studie, die zeigt, dass der Kohlenhydratstoffwechsel verändert wird, was wiederum zu mehr Energie führt. In dem Fall waren es Probanden, die nach dem Sport Kohlenhydrate gegessen haben. Diese gelangen dann wieder in den Muskel, da der Kohlenhydratspeicher, auch Glykogenspeicher genannt, leer ist nach dem Sport. Kohlenhydrate werden im Muskel als Glykogen gespeichert, nicht als Glucose wie im Blut, ja, ist ja einfach die Glucose zu finden, da Glucose Wasser an sich bindet und unsere Muskeln förmlich platzen würden, wenn wir so viel Wasser an die Glucose binden würden, die ja gleichzeitig auch in unserem Muskel zu finden wäre. Von daher an ist es Glykogen, was kein Wasser an sich bindet. Und vielleicht nochmal zur Orientierung. Wir haben ungefähr etwa einen Teelöffel im gesamten Blut an Zucker, an Glucose nur. Das ist extrem wenig. Wir speichern aber 300, 400 Gramm Kohlenhydrate in den Muskel. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie viel Wasser da uns dran gebunden wäre. Das kann ja nicht klappen. Ne? Je schneller diese Speicher an Glykogen wieder voll sind, ja, desto besser funktioniert das dementsprechend auch, da wir besser dann dementsprechend regenerieren können oder auch mehr Energie wieder schnell aus der Nahrung extrahieren können. Was für jeden Menschen ja wichtig ist, da der Stoffwechsel angekurbelt werden würde und die Fettverbrennung besser funktionieren würde, ja, wenn wir die Kohlenhydrate besser speichern würden, besser verbrennen würden.
Zunächst sieht man diese Abbildung. Der Blutzucker der Probanden während und nach dem Sport war signifikant tiefer in der Knoblauchgruppe. Wieso ist das so, habe ich mich gefragt, und das kann erst die nächste Abbildung erklären. Hier sehen wir, dass die Kohlenhydratspeicher in der Knoblauchgruppe zu ca. 25% mehr gefüllt waren, obwohl die Gruppe das gleiche aß. Das bedeutet, Knoblauch verhilft deinem Körper deutlich mehr, Kohlenhydrate in die Muskeln zu befördern in Form von Glykogen, haben wir gerade gelernt. Das ist wichtig, da die Regeneration, wie schon gesagt, gefördert wird und die Energiebereitstellung zu ca. 25% besser funktionieren könnte mit Knoblauch, was wirklich enorm ist. Ja? Das sehen wir hier nochmal genauer. In hellgrau sehen wir hier die Muskelversorgung mit Kohlenhydraten nach dem Sport, genau nach 3 Stunden. Man sieht, dass die Knoblauchbanden deutlich mehr Energie und damit Kohlenhydrate in den Muskeln speichern konnten. Doch nur im Muskel haben reicht ja nicht die Energie, sondern was passiert denn überhaupt damit? Und das ist jetzt ein Fragezeichen, und das wurde hier auch tatsächlich noch quantifiziert. Nämlich hier wurde der respiratorische Quotient bestimmt. Dieser beschreibt, wie viel CO2 vom Körper gebildet wird und wie viel ausgeatmet wird. Denn der Stoffwechsel ist ein Verbrennungsprozess. Dabei entsteht, wie wir wissen, bei jeder Verbrennung CO2. Und vor allen Dingen auch von Zucker. Das ist ja vor allen Dingen auch bei Pflanzen schon so. Also überall, jeder Verbrennungsprozess, wo Kohlenhydrate abgebaut werden, entsteht immer CO2. Es geht nicht anders. Man sieht hier, statistisch signifikant steigt die Menge an CO2 und damit auch die Verwertung von CO2 und damit stieg auch der Stoffwechsel signifikant in der Knoblauchgruppe. Das ist ein Zeichen, dass mehr Kalorien verbraucht werden und genutzt werden vom Organismus in der Knoblauchgruppe, und das signifikant. Daher muss ja auch die Menge an Kohlenhydraten steigen, die verbrannt werden würde, oder? Ja, und das sehen wir hier auch nochmal ganz genau. Die Menge an Kohlenhydraten, die verbrannt wurde, stieg signifikant an im Vergleich zur Placebo-Gruppe in der Knoblauchgruppe schwarz auf weiß. Also wie gesagt, einmal über CO2 gemessen und einmal tatsächlich über die Oxidation, das heißt über die Verbrennung der Kohlenhydrate gemessen. Das hier ist beides Male wirklich kausal belegt. Hier sieht man es nochmal in Zahlen, ja, in den Sternchen markiert, sehen wir immer hier, der Unterschied ist signifikant im Vergleich zur Placebo-Gruppe, wenn das Sternchen da dran ist. Ja. Also in Sachen Stoffwechsel, CO2-Verarbeitung und vor allem Kohlenhydratverbrennung und damit auch Kalorienverbrauch und damit auch Stoffwechsel. Das ist keine zufällige Beobachtung, sondern konnte auch in anderen randomisierten doppelblinden Menschenstudien wiedergegeben werden. Hier sehen wir, dass der Konsum von Knoblauch ebenfalls zu signifikant niedrigeren Blutzuckerspiegeln geführt hat. Gefasteter Blutzucker wie auch der Langzeitblutzucker HbA1c. So auch der Insulinwert, genau genommen die Insulinsensitivität über den HOMA-Indexwert hier bestimmt. Alle Werte sind statistisch signifikant gesunken in der Knoblauchgruppe, was aus genau dem Grund hier zu betiteln ist, den wir schon gelernt haben. Die Kohlenhydrate kommen besser in die Muskeln und werden besser in Energie direkt umgewandelt dank dem Knoblauch. Das ist eine komplett neue Eigenschaft, die vorher dem Knoblauch noch nicht so zugeschrieben worden ist und meiner Meinung nach absolut bahnbrechend und absolut schön zu erfahren. Nochmal das Wichtigste in Kürze. Knoblauch sollte vorher gepresst werden und am besten stehen gelassen werden, bevor er in die Nahrung integriert wird. Wenn du das nicht tust, macht die Leber halt den Job. Wir wissen aber nicht genau, wie viel Prozent sie das kann. Ich würde ihn aber lieber roh pressen und in einem sehr hochwertigen Schwarzkümmelöl zum Beispiel aufnehmen, denn diese haben eine synergetische Wirkung, die absolut unschlagbar ist. Das ist wirklich ganz krass, diese beiden Kombinationen. Dazu kann ich vielleicht auch nochmal ein Video machen. Ich verlinke euch gerne mal mein Schwarzkümmelöl, das ist Rohkostqualität vor allen Dingen auch und auf Schwermetalle untersucht, denn Schwarzkümmelöl akkumuliert deutlich, deutlich zu viele Schwermetalle, und von daher ist es immer ganz schön, wenn man dann Analyse hat, dass es nicht so ist. Gerne vorher, nachher eine Proteinmahlzeit essen, die gerne Hülsenfrüchte beinhaltet, Hafer oder Nüsse, denn das Cystein darin hilft dem Knoblauch zu seiner Vollendung und dessen Hauptwirkstoff. Viel Spaß beim Abnehmen und mehr Energie haben. Gerne könnt ihr mich noch in der Videobeschreibung über die Links unterstützen. Da freue ich mich immer sehr und es lohnt sich, umzusteigen. Meiner Meinung nach die besten Nahrungsergänzungsmittel bei PuraCell. Bis gleich auf puracell.de und Dankeschön für deinen Support.